japanische Horrorspiele sind wirklich nicht so geil. Beziehungsweise die sind schon geil, aber eigentlich die schlimmsten. Wir spielen heute eins. Das nennt sich The Closing Shift. Oder diese Symbole hier. Was wahrscheinlich ist das genau dasselbe. Aber ja, wir haben anscheinend einen Kaffeeladen und wir müssen den schließen oder haben Nachtschicht oder so. Wir werden es erfahren. Ich werde das Spiel analysieren, okay? Es ist aber einer dieser Spiele mit, wie nennt man das? Ich glaube VHS-Grafik. Die sehen zwar real aus, aber irgendwie auch alt aus. Also es ist so eine bestimmte Grafik, die man gerne in Horrorspielen verwendet. So als hätte man das gefilmt sozusagen. So kommt es mir zumindest vor. Ah ja, wenn du dich unkosten abonniert hast, dann darfst du in keinen Laden mehr reingehen, wo Wasser verkauft wird. Egal wo. Und in jedem Laden wird Wasser verkauft. Leute, ich denke mir sowas ernsthaft langsam nicht mehr aus. Und lass doch oben dafür mal Horrorspiele. Und ich warte jetzt auch, bis du das getan hast, die beiden Sachen. Ach, ist mir egal. Ich warte einfach. Ich kann noch 10 Stunden warten. Oh, du hast es getan, okay. Neues Spiel. Loading. Das sind die Spiele, die mir wirklich Angst machen, Leute. Mein Spiel, es reagiert nicht. Oh nein. Ich komme zu spät zur Arbeit. Ich sollte jetzt eigentlich auf dem Weg sein. Okay, WSD, interagieren, Tab Inventar haben wir, Shift rennen und C ducken. Okay, Inventar, ich sehe schon. Ist okay, wir können auch rennen, theoretisch, wenn wir Lust haben. Okay, coole Wohnung, in der wir hier leben. Sieht aus wie eine kleine... feine Wohnung in Asien. Die ist echt klein. Lass dir mal die Küche rein. Aber irgendwie gefällt mir das sogar. Ich mag's. Ich mag's. Wohnung verlassen, ja. Okay, let's go. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Auf geht's nach unten. Wir sollen zur Arbeit gehen. What? Was war das? Hallo? Ich höre dich. Oh, ein Handy. Handy von jemandem. Kann ich das irgendwie benutzen oder so? Oder ich hab's in der Hand. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Wahrscheinlich gar nichts. Okay, wo ist mein Auto? Ist das mein Auto hier? Oh, hallo? What the hell ist das? Der sucht etwas. Hier, Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, suchen Sie etwa das? Ich habe das hier gefunden. Her damit. Oh mein Gott. Alles klar. Nicht mal, höflich ist er nicht zur Arbeit. Das ist nicht mein Auto. Das ist nicht dein Auto. Was ist denn dann dein Auto? Ich kann damit einfach zur Arbeit fahren mit diesem Auto? Obwohl es nicht dein Auto ist? Mein Auto. Hier haben wir mal, ach so, das ist mein Auto. Hä? Ich bin verwirrt. Okay, dann würde ich sagen, wir... gönnen uns ab. Starbucks, nice. Das gute alte Starbucks. Hier haben wir ein Klo, natürlich, gehört dazu. Lass mal gleich die Tür offen für den nächsten Kunden. Man weiß ja nicht, vielleicht bekommt er Durchfall. Was, da, was ist da? Ich glaube, ich habe die falsche Seite genommen. Ich komme da irgendwie nicht rein. Gegenstand wegwerfen. Nein. Kann das sein, dass es einen anderen Eingang gibt oder sowas? Weil, ja, weil so kamen wir... Nee, das ist ein Drive-In-Fenster. Was ist das Starbucks auch? Wusste ich gar nicht. Ach so, oh Gott, natürlich. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Deine Sachen weglegen, okay. Wo macht man das denn bei euch? Hier, weg. Schmeißen? Ah, warte, vielleicht gibt es so einen Raum oder sowas, wo man... Oh, hallo, Senpai. Ach, hier, Sachen weglegen. Nice. Okay, ich hab's in den rechten Spind getan. Hallo, Senpai. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Funahashi Senpai, sei vorsichtig. Beim nächsten Mal werde ich es dem Manager erzählen. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde verantwortungsvoller sein. Funahashi Senpai, das reicht aber nicht. Sag mir, dass du dich nicht nochmal verspäten wirst. Hast du verstanden? Ja, Sir, ich werde in Zukunft pünktlich sein. Außerdem hast du ein paar Bestellungen vermasselt, nicht wahr? Falls du Probleme mit einer Bestellung hast, gibt es ein Tutorial-Video zum Ansehen für dich. Okay, schau sie mir an. Oh, noch etwas. Leg dein Handy in den Spind. Während der Arbeit wird nicht getextet. Ja, Sir. Tutorial-Video da unten. What? Ich nehme gleich 3 Tutorials. Wer braucht nur eine Tutorial, wenn man 3 haben kann? Okay. Also, was ist hier los? Okay, man nimmt die Tasse. Das sollte ich hinbekommen. Und jetzt packt man es da. Ist das Kaffee oder? What? Was hat er getan? Ich schaue es mir mal an und mach's dann nach. Auch wenn es ja ein bisschen weird ist, weil... ich habe keine Ahnung, was er genau da getan hat. Okay, ich glaube, das ist machbar. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Oh, privat. Crazy. Oh, hier geht's. So hätten wir auch reinkommen können. Also gab es auch einen anderen Eingang. Okay, dann würde ich sagen, hallo, Sir. Was möchten Sie denn haben? Haben Sie Chillers Coffee gesehen? In so einem schicken Laden war ich noch nie. Ich fühle mich unwohl. Es ist etwas seltsam an diesem Ort. Meine Tochter ist ein Fan von diesem Café und jetzt bin ich hier. Jedoch, die Getränkewahl überlasse ich Ihnen. Oh, ich möchte 2 Getränke. Möchten Sie einen Latte und einen Kaffee? Oh, das geht in Ordnung. Hier ist es echt ungemütlich. Okay. Aber wie können Sie für sowas solche Preise verlangen? Ja, gute Frage. 2. Also nehmen wir die Tasse. Und jetzt, Gepäcktüte. Okay, das war... eigentlich ist das falsch, warte. Das war falsch. Nochmal, Tasse, Mixer. Wo ist denn der Kaffee? Kaffeemaschine, hier haben wir es ja. Ah, das ist ein Kuchen, was ich genommen habe. Super. Zettel mit Bestellung. Ah, hier, Kaltgetränkebecher. Kaltgetränkebecher nehmen wir das hier. Und jetzt können wir Kaffee befüllen. Ah, stimmt, bei Starbucks haben die ja sowas. So, Kaffee für Sie, Sir. Was wollt ihr noch? Ich sehe da keinen Kaffee drin, aber das ist das Problem. Egal, da ist wahrscheinlich Kaffee drin, ne? Espresso wollte sie, ne? Okay, da unten haben wir noch Sojamilch und Schlagsahne. Warte, haben wir noch normale Milch? Ja, haben wir auch. Okay, ups. Ich schmeiße es mal weg, das wollte ich gar nicht. Deckel für Heißgetränke, ah, so. Und, nicht diesen Stick.
Braucht man den nicht auch? Serviert, fertig, Getränk. Okay, es wird aber noch ein Kakao. Ich meine nicht Kakao, sondern Espresso natürlich. Icebox, okay. Ansehen, wir haben hier Kameras. What? Oh mein Gott, wieso? Achso, wenn jemand von draußen kommt, können wir auch hier die Bestellung platzieren. Das ist wahrscheinlich Espresso, oder? Die geht aber nicht an. Ach, Latte steht hier, okay. Ist das nicht irgendwie Milch oder sowas? Macht man Latte nicht mit Milch? Okay, nice. Wir haben hier eine Sache gegeben. Sehr schön. Also man muss dann das Papier nehmen. Gebäck. Zettel bestellen. Das ist ein weiterer Latte. Also der erste Latte, den ich jemals mache in meinem Leben. Also, ja, keine Ahnung. Wie erstellt man sowas? Soll ich mir das Tutorial nochmal angucken? Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir müssen erstmal einen Kaffee erstellen. Den haben wir hier. Warte ich mal nochmal zur Sicherheit Kaffee rein. Und jetzt? Ich glaube, Latte macht man, indem man Milchkannen nimmt. Dann macht man normale Milch rein. Ups. Hä? Hallo? Okay, jetzt. Jetzt kommt Milch rein, sehr schön. So, jetzt nehmen wir aufgeschäumte Milch und ich glaube, die müssen wir jetzt hier drauf machen. Ist das ein Latte jetzt? Nee, ne? Das funktioniert aber, okay. So funktioniert so ein Latte, ich sehe schon. Gut zu wissen. Also, ich weiß, wie ein Kaffee geht und wie ein Latte geht auf jeden Fall. Espresso haben wir hier aber auch. Also, ich weiß nicht, wie man das macht, aber die Maschine kenne ich noch. Hatten wir auch mal damals, als wir einen Laden haben, gehabt haben. So, und der nächste kommt auch schon wieder. Oder die nächste, eher gesagt. Was haben Sie denn? Haben Sie Nachrichten gesehen? Es soll verstärkt Stalker geben. Echt beängstigend, eine Frau... Wie ich muss vorsichtig sein. Alle Kerle starren mich immer an, also. Passen auch Sie auf sich auf. Nun, Sie müssen sich nicht so viele Sorgen machen wie ich, aber Sie sollten trotzdem auf der Hut sein. Weil ich nicht so gut aussehe, oder wieso? Einen dunklen Mocha-Chip Pilapuccino, bitte. What the hell willst du? Was willst du? Chocolate Chip Chilapuccino. Meine Güte, was ist das bitte für eine Bestellung? Chocolate, warte, Schokoladen haben wir hier. Aber Chip? Kakaopulver, Vanillepulver, Matcha-Pulver. Okay, hier ist Schlagsahne drin. Bro, woher soll ich wissen, wie das geht? Ach, für Essen haben wir auch Videokassette, cool. Ich schaue mir das an, wie es funktioniert jetzt hier. Ist nicht dasselbe, was mir gezeigt wird? Also ja, mehr wird da nicht gezeigt, leider. Das ist echt ärgerlich gerade, aber anscheinend gibt es hier keine anderen Tassen, nur eine, also. So, ich glaube, es ist ein Heißgetränk, was sie wollte, oder? Ups, das war falsch. Okay, Kakaopulver. Wir haben es reingetan, jetzt anscheinend. Das war falsch. Ah, na super. Können es wieder wegwerfen. Prima. Ich meine, wahrscheinlich kommt da mal Milch rein, oder nicht? Muss ja eigentlich. Auch falsch. Oh, könnte sein, dass es ein Kaltgetränk ist. Ich meine, ich sage ja, dass es sein könnte. So, dann müssen wir erstmal auch Kaffee reintun. Ist halt ein Kaltgetränk, aber sollte okay sein. Und jetzt müssen wir, warte, nehmen wir das Eis mal. Genau, und Mix... Nee, hier oder Mixer? Achso, Mixerbecher. Okay, der kommt hier rein. Jetzt wird das Eis frisch gemacht, glaube ich. Das ist was Schlagsahne. Brauchen wir das? Könnte sein, dass man das braucht. Jetzt so Schokoladensoße vielleicht? Auch falsch. Ach, hier steht es. Sagt das doch. Hier. Zerkleinertes Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensoße, Kakaopulver. Ja, okay. Das ist endlich. Oh Gott, ich habe das jetzt gesucht. Sie haben mich schon gefragt. Hä? Wie soll man das denn bitte wissen? Okay, ein Kaffee. Milch. Milch warm machen. Gehen wir schon mal zum Eis hier. Eis nehmen. Eis hier reinmachen. Da reintun. Milch. War das, hat's funktioniert oder nicht? Keine Ahnung. Okay, jetzt nur noch Schokoladensoße und Kakaopulver. Also... Bam. Geht das da rein oder wie ist das? Kakaopulver. Kakaopulver funktioniert auf jeden Fall. Also, ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Und? What the hell? Achso, es muss kalt sein. Natürlich. Kalt, da steht es ja sogar. Genius Danny strikes back again. Es muss funktionieren. Okay. Ich habe das Eis nicht reingetan. So, jetzt ist Eis drin. Jetzt soll es gehen. Achso, ich glaube, ich muss sogar eine Reihenfolge noch machen. Also, erst Eis, dann Kaffee, dann Milch. Glaube ich. Und Milch muss man, ich glaube, auch nicht schäumen, wenn ich mich nicht irre. Okay, das geht zu weit. Servierfertiges Getränk. Geht's jetzt, oder wie? Wir. Okay, ich glaube, es funktioniert, aber ich glaube, ich muss ihr geben, oder? Gar nicht frustrierend, das Spiel. Ja, es hat funktioniert. Ich weiß nicht, wieso jetzt, aber es hat jetzt funktioniert. Okay, bereit für den nächsten Kunden. Eigentlich nicht, aber okay. Also, ich glaube, es könnte auch ganz früh sein. So was hat die Kameras vielleicht? Nö, da ist niemand, okay. Hätte mich auch gewundert. Und zwei Leute. Ja, oh, drei Leute. What the hell? Was wollt ihr haben? Vier Leute, ernsthaft? Einen Matcha-Kuchen, bitte. Hör auf zu schubsen. Ein Salat Karamell Mocha. Dann nehme ich einen Mocha Chilapuccino. Du schaffst deine Getränke nie. Lass uns eins teilen, Alter. Sicher, lass uns das machen. Einen Kürbiskuchen. Ich denke, ich nehme auch etwas zu essen. Du kannst zuerst bestellen. Ich nehme heißen Kakao. Heißer Kakao, dein Ernst? Ich bin momentan knapp bei der Kasse. Das hättest du direkt sagen sollen. Komm, ich gebe dir einen aus. Was müsstest du trinken? Ja, aber nur raus damit. Er hat mehr als genug Geld. Nein, das nicht. Aber du kannst trotzdem bestellen, was du willst. Wenn das so ist, möchte ich einen White Mocha. Okay, auch was zu essen? Nein, nur was zu trinken. Ach, komm schon. Hol dir was zu essen. Aber okay, amerikanische Waffeln. Waffeln. Danke, ihr beiden. What the hell? Jetzt muss ich entscheiden, was es war oder wie. War es nicht das obere hier? Ich glaube, es war ja das zweite, oder? Wow. Unglaublich, dass sie das alles merken konnten. Wir werden warten. Ja, ich habe mir das gemerkt. Ich weiß auch nicht genau wie. Gib mir alle Zettel. Okay, fangen wir an. Wir werden alles machen. Alles. Matcha Chilapuccino. Okay, erstmal gucken, wie es funktioniert. Kaltgetränk, Eis, Milch, Matcha-Pulver, Schlagsahne. Hä? Wie? Kein
Kein Kaffee? Ohne Kaffee? Hä? Das macht doch keinen Sinn. Egal. Okay, das packe ich nochmal hier hin. Oder, nee, da kommt kein Kaffee rein. Ich muss mich immer daran gewöhnen. War das Eis oder war das zerkleinertes Eis? Okay, zerkleinertes Eis. Ich sehe schon. Das kommt hier hin. Kann ich bitte... Hallo? Okay, machen wir das einfach so, whatever. So, rein damit. Was war's noch? Milch, ne? Milch kommt da rein. Sehr schön. Das hier, dann Matcha-Pulver. Was war's noch? Schlagsahne. Okay, die war doch hier, oder nicht? Schlagsahne, ja. Kann ich einfach... Okay, das sollte funktionieren jetzt. Noch ein Deckel drauf und jetzt boom. So, Matcha, bitte sehr für Sie, Sir. So, oder falls es für Sie war, keine Ahnung. Jetzt noch ein Matcha-Chiffon-Kuchen. Müsste der nicht hier sein? Matcha-Chiffon-Kuchen. Bitte sehr. Hallo? Wieso? Okay, brauchen wir dafür einen Teller oder so? Ach so, Gebäcktütchen, ah. Ja, die wollen ja nicht hier essen, also... So, bitte sehr. Ebenfalls, jetzt ein White Matcha. Lass mal sehen, wie das funktioniert. Kaffee, aufgeschäumte Milch, weiße Schokoladensauce. Ist eigentlich einfach, White Matcha. Ohne Scheiß, ich werde mir das... Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber... Wenn ja, dann wäre das sogar ziemlich funny. So, rein damit. Oh, okay, das war zweimal Kaffee. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Jetzt noch... Weiße Schokoladensauce. Hier haben wir es. Und ich glaube, das war's auch, oder? Lass mal sehen. Bin ich gespannt. Funktioniert das oder nicht? Hallo? Oh, aufgeschäumte Milch habe ich dir nicht reingetan? Doch, oder? Oh, hier keine Ahnung. Ah, ach deswegen, manchmal haben wir es nicht reingetan. Jetzt haben wir es reingetan, okay. Deswegen hat es, glaube ich, auch davor nicht funktioniert. Okay, lass mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe, ja. Bam, und bitte sehr. So, Kürbiskuchen als nächstes. Dürfte auch nicht allzu schwer sein. Könnte hier sein, oder? Kürbiskuchen, Erdbeer, was? Hallo, Kürbiskuchen, ich duck mich mal. Kürbiskuchen, da haben wir es ja. Okay. So, nächste Bestellung fertig. Bitte sehr. Jetzt ein Salted Caramel Mozza. Kaffee, aufgeschäumte Milch und Karamellsirup. Machen wir erstmal das hier. So, Karamellsirup haben wir hier bestimmt. Ja, hier. Und jetzt kommen die nächsten zwei Sachen. Weil gleich wird's kalt. Haselnuss-Sirup und Schokoladensauce. Damn. Also, man kann einfach Kaffee zu einem Zuckergetränk machen. Ist es ja meistens eigentlich auch. Haselnuss-Sirup und Schokoladensauce. Ich glaube, das müsste okay sein, oder? Lass mal sehen. Nice. Und das nächste ist dann amerikanische Waffel. Die könnten nicht hier sein, oder? Müssten eigentlich. Hallo? Okay, nicht? Was zum Teufel? Wo sind die Waffeln? Wie mache ich Waffeln hier im Spiel? Ah, hier gibt es noch mehr. Glaube ich. Nee, dann schließen wir es nur damit. Okay, das ist doch falsch. Oder das hier? Warte. Sind das die? Nee. Oh, das muss ich mir jetzt mal ein Tutorial anschauen mit Essen. Habe ich zwar schon, aber was soll's. Essen ist wortwörtlich das Einfachste hier zu machen. Man muss es wirklich nur reinlegen, aber keine Ahnung, wo die amerikanischen Waffeln sind. Vielleicht heißen die nur nicht amerikanische Waffeln? Ach, hier. Oh mein Gott, das funktioniert doch. Was zum Teufel? Okay, eingepackt und... So, bitte sehr, Sir. Amerikanische... Warte. Hilfe. So. Und jetzt noch zum Schluss ein amerikanischer Apfelkuchen. Der wird wahrscheinlich dann hier sein. Ja, oh, da haben wir es geschafft. Damn. Ich meine, nicht nur, dass ich mir alles gemerkt habe, sondern wir haben es geschafft. Bitte sehr. Tja, guten Appetit und schönes Leben noch. Wir werden uns nie wiedersehen, hoffe ich. Dass nicht so viele Leute kommen, die so viel bestellen. Das war zu vieles Guten, ich sag's euch. Erstmal durchatmen. Lass mal auf die Kameras gucken. Ab und zu muss man ja mal hingucken. Vielleicht sehen wir einen Killer oder so. Oder einen Stalker. Sind ja hier Stalker, keine Killer. Was ich aber ehrlich gesagt bevorzuge, ist ein Killer. Also, Stalker finde ich deutlich besser, muss ich sagen. Und da ist der nächste her. Hier ist meine Bestellung. Okay, danke sehr. Was ist es? Latte. Einfach nur Latte, ernsthaft? Ich würde einen Latte-Joke machen, aber ich habe es noch nicht getan. Kaffee plus aufgeschäumte Milch, ich wusste es. Ohne das Tutorial gesehen zu haben, es war einfach klar. Okay, es ist wichtig, dass man immer vorher das hier holt und dann erst die Milch holt und dann let's go. Genau, also man muss es immer hier hinlegen, damit man das dann reintun kann. Sonst funktioniert es nicht. So, Sir. Ich werde immer schneller. Let's go. Ich meine, ich werde immer noch zur Tafel rennen müssen. Was hast du noch zu sagen? Hey, ich bin ein Privatdetektiv. Ist Ihnen schon hier irgendwas Verdächtiges aufgefallen? In letzter Zeit haben sich Belästigungsfälle gehäuft. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht was gesehen haben. Nö. Rufen Sie mich an, wenn was passieren sollte. Versuchen Sie, früher zu schließen, wenn Sie keinen Ärger machen wollen. Alles klar, danke, Sir. Ich brauche keine Hilfe, ist okay. Ich fühle mich sicher hier bei Star... Ja. Fege den Boden. Oh, die Musik ist aus. Boden fegen. Dafür gibt es aber kein Tutorial, oder? Oh. Habe ich die Tür offen gelassen, Bro? Mir hat nicht... Oh, es fängt an zu regnen. Scheiße. Machen wir die Tür zu. Wo ist der... Okay, das ist geschlossen. Wo ist der Besen? Hier, Besen. Okay. Was ist dreckig? Hier, ich sehe schon, natürlich. Ja, das ist halt das der Nachteil, wenn man Menschen in seinem Laden hat. Dann machen die natürlich alles dreckig. Denke nicht, dass sie irgendwie auf die Idee kommen, ihre Schuhe vorher sauber zu machen. Oh. Das sieht aus wie ein komischer Schmutz auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht, dass es nur Schmutz ist. Kann ich mir nicht vorstellen, aber hier auch noch was? Okay. Jemand draußen hat mich beobachtet. Ich meine, ich bin eine gut aussehende Lady. Natürlich werde ich beobachtet. Wenn hier kein Stalker ist, bin ich beleidigt, weil ich bin so wunderschön. Oh, scheiße. Okay. Das ist gar nicht gut. Ich sehe nichts mehr. Gibt es noch ein Tutorial, was passiert, wenn ich... Hallo?
Jetzt brauche ich ein Tutorial. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Okay, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, ist es dunkel. What the hell? Ich sehe gar nichts mehr gerade. Was soll ich denn tun? Okay, ist aber immer noch offen, also keine Ahnung. Was ist los? Gibt es vielleicht draußen irgendwie einen Stromgenerator oder sowas? Ich sehe auf jeden Fall nichts. Ach, hier natürlich. Sicherungskasten war ja klar. Habe ich sogar vorher gesehen. Wieso sieht diese Sache so verdammt gruselig aus? Okay, jetzt gucken wir mal, ob neue Leute dazukommen. Was sie sowieso werden, weil Leute sind süchtig nach Kaffee, okay? Also einen eigenen Kaffeeladen aufzumachen, das schadet nicht. Wir nutzen die Sucht der anderen Menschen aus. Ich weiß nicht, mein böses Lachen muss so üben. Hallo? Jemand, der rein will? Okay, anscheinend kommt niemand, so wie es aussieht. Oh, was ist das denn hier? Milch? Wieso liegt sie auf dem Boden? Kann sich wegwerfen, wieso nicht? Hä? Oh, die Milch wurde rausgenommen. Hä? Hä? Die Tür ging zu. What? Was geschieht hier gerade? Wieso war die Milch draußen? Ich meine alles, nur nicht die Milch, okay? Was? Hier ist noch eine Milch. What? Bro, wer hat das getan? Okay. Ich glaube, eine fehlt noch, ne? Hier ist noch eine. What the hell? Bro, oh mein Gott. Will ich wissen, wer das war? Was ist für eine Zahl? Was heißt das? 11:15. Ah, 11:15 vielleicht. Das würde Sinn ergeben. Oh, eine Filmsequenz. Glaube ich. Okay. Wände anschauen, das ist ein sehr cooles Hobby, was du hast, aber wird dir gerade nicht weiterhelfen, bin ich ganz ehrlich zu dir. Einfach nur Wand anschauen, mehr war das nicht. Hä? Achso, wir sind wieder zu Hause. Okay. Natürlich trinken wir auch Kaffee. Wenn man in Kaffeeladen arbeitet, sollte man selber gerne Kaffee trinken, oder? Kleines Klo. Oh, Füße. Bin ich doch eine Frau? Ja, ich bin eine Frau, oder? Ich meine, ich habe Füße, natürlich bin ich eine Frau. Nur Frauen haben Füße. Wo schlafe ich eigentlich? Auf der Couch? Mache ich auch mal im echten Leben, also. Ja, also im echten Leben. Oh, es geht weiter, oder? Ach so, ist der nächste Morgen, glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, auf zur Arbeit. Mal wieder. Kommen wir mal so vor, als hätten wir keine Nachbarn. Als wären wir komplett alleine. Okay. Gar nicht so geiles Wetter, aber hey, so ein bisschen Regen schadet nicht. Die Pflanzen freuen sich. Man muss ja das Positive sehen. Ist der Typ eigentlich wieder hier? Nö, der ist weg. Okay, zur Arbeit fahren. Oh, Senpai reden. Oh, oh. Wehe, ich bin schon wieder so spät. Das wäre jetzt richtig nervig. Bitte, ich bekomme keinen Ärger. Bitte, ich bekomme keinen Ärger. Okay, lass mal mit ihm reden. Hey, ernsthaft? Du bist schon wieder so spät. Hast du verschlafen? Es tut mir so leid. Nein, nicht. Es tut mir so leid. Du sollst gefälligst pünktlich sein. Das ist schon das zweite Mal. Entschuldigung. Etwas mehr Begeisterung würde gut tun, denkst du nicht auch? Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dich wecken kann? Oh mein Gott. Okay. Ich meine, hey, irgendwie kann ich es nachvollziehen. Verspäten immer ist nicht so geil. Na gut, ein neuer Tag. Der letzte war merkwürdig. Das mit der Milch ging zu weit. Also wenn du Milch von Leuten klaust, dann ist das schon echt traurig. Hallo, alter Mann. Hier ist meine Bestellung. Danke, Herr sehr alter Mann. Was ist denn die Bestellung? Kaffee. Lol. So simpel. Mir gefällt das. Der Mann gefällt mir. Sie sind doch ein junger, knackiger Mann. Wirklich. Darf ich Sie in den Hintern slappen? Nee, klar, Spaß. Das würde zu weit gehen. Ich weiß. Hier, bitte sehr. Genießen Sie ihn. Mann, Sie sind echt attraktiv. Ich meine, ich habe Füße. Das ist mein Pluspunkt. Was willst du noch? Noch was? Achso, du willst noch was. Okay, doch nicht so. Nee. Oh mein Gott. American Scone Karamell. Das machen halt Leute wirklich. Also, das machen die halt wirklich, ne? So, bitte sehr. Ups. So, nice. Das nächste ist was genau? Amerikanischer Apfelkuchen. Kann ich mir nicht mal hier... War das nicht... Das war amerikanisches Hanse nochmal hier, oder? Ja. Seht ihr, ich hab's mir gemerkt. Einfach merken und dann ist das Leben einfacher. So, bitte sehr. Und dann willst du noch amerikanische Waffeln. Die sind genau über dem Apfelkuchen. Bro, mich wundert's, dass sie keinen Zuckerschock haben. Obwohl, das könnte nicht so für sie sein. Vielleicht haben sie eine Frau. Hoffentlich aber nicht. Ah. Hey, junge Frau, vielen Dank. Haha. Sie sehen beeindruckt aus. Kein Grund, mein Japanisch zu loben. Ich lebe hier bereits seit mehr als 15 Jahren. Hey, junge Frau. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Irgendwas stimmt. Irgendwas hat dieser Laden. Vielleicht liegt es an dem Kerl da drüben. An wem? Ich sehe keinen. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Fragezeichen? Hä? Habe ich mir wohl nur eingebildet. Wären Sie möglicherweise von Geistern verfolgt? Nun, vielleicht werde ich das. Haha. Wie dem auch sei. Ich bin spät dran, also muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, alter Mann. Jeder wird immer mal ein alter Mann. Das ist die Natur. Also viel Spaß. Ich melde mich dann, wenn ich auch ein alter Mann bin. Irgendwann. Ist da jemand draußen? Oh. Meint sie den Typen? Oder kommt er jetzt rein? Wenn er nicht reinkommt, macht er mir Angst. Okay, er kommt rein. Bin gespannt, was er will. Das sieht aus von weitem, was hat denn ihr Maske an mit eurem bleichen Gesicht? So, danke für die Bestellung. Ach, können wir mit dir reden? Nö, der redet nicht. Der Typ, der sagt einfach, gib mir alles. Alles klar. Vanilla Chilappuccino. Zerkleinertes Eis, Milch, kein Kaffee. Hä? Kein Kaffee? Also zerkleinertes Eis, Milch und Vanillesirup. Okay, und dann noch mehr. Also die Reihenfolge ist tatsächlich egal. Was eine gute Sache ist. Hallo. So, danke. So, Milch hat sie gesagt. Ne, Milch. Bada bang.
Gib mir den Mixer. Ups. Ja, zweimal hält besser, ist schon klar. So, was noch? Also Vanillesirup und Vanillepulver. Also wir haben hier einen ganz großen Fan von Vanille. Kann ich nicht zustimmen, ehrlich gesagt, aber ist okay. So, Vanillesirup. Ich finde eher Schokolade besser. Aber hey, jeder darf seinen Geschmack haben. Also, was war das jetzt? Wo war das? War das das hier? So, sehr schön. Jetzt noch zweimal Milch. Plus Milch. Einfach nur Milch? Du willst einfach nur Milch haben. Einfach nur Milch. Kaltgetränk? Ich habe keine Ahnung, was funktioniert. Bam. Lass mal sehen, ob das funktioniert, Leute. Ich meine, er hat gesagt, einfach nur Milch. Hä? Also, das funktioniert. Das ist irgendwie was Gruseliges, wenn man nur Milch bestellt. Ich weiß auch nicht, was so gruselig dann ist, aber es ist auf jeden Fall gruselig. Das kann ich schon mal sagen. Bitte sehr. Okay. Oh, er trinkt hier, verstehe. Seine Milch. Nur seine Milch. Ich meine, er weiß ja nicht, wofür unser Laden steht. Hallo, Sie. Was? Wollen Sie was bestellen? Dein Herz. Oh. Ich denke, ich richte mich nach deiner Empfehlung. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Wir können nur für limitierte Zeit verfügbare Double Chocolate Chilappuccino empfehlen. Verstehe, was ist deine Handynummer? Ich sehe echt gut aus, nicht wahr? Da würde es mir auch die Sprache verschlagen. In dieser Gegend bin ich echt beliebt. Jetzt ist deine Chance. Ich bestelle. Kontaktieren Sie mich aber, okay? Wie bist du denn drauf? Das wirst du bereuen, ich gehe nach Hause. Oh. Okay, bist du der Stalker? Du gehst nach Hause, aber du... Gehst doch gar... Oh, ich dachte, das war ein Messer gerade. Hä? Okay, jetzt geht er nach Hause. Er hat sich umgeschaut, ganz komischer Typ. Wollte meine Nummer haben. Meine Nummer bekommt aber nur der alte Mann. Oh, bring den Müll raus und mach die Tische sauber. Also der Typ, ich meine, gut, er wollte halt eigentlich nur meine Nummer haben, oder? Also ich weiß ja nicht, aber ich meine, was soll man sagen? Er wollte halt einfach meine Nummer haben. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich werde mich jetzt nicht beschweren, okay? Außerdem, das macht man halt so. Man flirtet auch mal Frauen irgendwo an, okay? Die meisten trauen sich noch nicht, aber würden es gerne tun. Ich meine, wie oft siehst du eine attraktive Frau auf der Straße? Denkst du so, ich würde die gerne ansprechen, aber traust dich nicht. Und dann denkst du dir so, oh mein Gott, ich hab's bereut. Toilettenreinigung und okay. Und der Typ, der hat's wenigstens probiert. Ich meine, finde ich okay. Tische sauber. Ach hier, ich sehe dich. Also so, funktioniert das? Ja. Oh, was? Ich höre ein Auto. Ein Bild. What? Das war ein Bild. Das war komisch. Okay, warte mal. Von wem war das Bild? What the hell war das, Leute? Eigentlich ist es noch dreckig, aber... Ach, hier. Naja, ich sehe schon. Bro, ich höre jetzt ein Auto links neben mir. Ist gar nicht gruselig zum Glück. Okay, wir sind fertig. What? 11.27? Ah, 11.27. Also, 27.11. vielleicht. Vielleicht ist das der Monat. Und das ist ein sehr lauter Sound. Okay, wir sind wieder zu Hause. Nicey dicey. Dann würde ich sagen, auf geht's zur Arbeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir zu spät kommen. Vielleicht kommen wir nicht zu spät, wenn ich sofort die Wohnung verlasse. Und ich sprinte jetzt einfach. Also der Typ war ja auf dem Bild zu sehen, das Foto. Zieh es mal rein. Kann ich das auch angucken oder... Nee, gerade nicht. Aber er war auf jeden Fall zu sehen auf dem Bild. Was bedeutet, ich glaube nicht, dass... Oh! Passen Sie doch auf, wo Sie hingehen. Jesus, die Jungfrau von heute. Bro, sie haben mich mit ihrem dämlichen Baby überfahren fast. Wieso ist es nackt? Wieso ist das Baby nackt? Was ist ihr Problem? Dreckige Bier. Von hier würde ich den Nummer nicht holen, da steht fest. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Das, was ich am besten kann. Ich fahre dahin. Ich gehe nicht, also... Oh. Filmsequenz. Ist hier irgendwas? Oh. What? Keine Ahnung, wer das war. Wahrscheinlich der Person. Sehr interessant. Die wird mich bestimmt nicht töten wollen, Leute. Das garantiere ich euch. So, zurück bei der Arbeit. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. So, lass mal sehen. Boom. Heute ist der erste, was, Schlussschicht. Ich habe eine Frage, kommen nachts seltener Kunden? Ja, manchmal schon. Lass dich von ihnen nicht ablenken, konzentriere dich auf deine Arbeit. Es gibt eine Menge zu tun. Ich fürchte, jemand stalkt mich. Haha, du wirst mir weismachen, dass jemand an einer wie dir interessiert ist. Ich komme dir zu Hilfe geflogen, wenn das passiert. Haha. Danke für das Kompliment, dass jemand an mir interessiert ist. Hallo. Okay. Was wollt ihr? Sorry, es gibt eine Toilette. Kannst du mir ein Macchiato bestellen? Okay. Ich nehme eine Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Du willst so viel essen? Kein Wunder, dass du so dick geworden bist. Hä? Zahlt ihr getrennt? Zusammen ist okay. Und ich nehme ein Matcha Chilappuccino. Was? Ein Chilappuccino? Das kann nicht dein Ernst sein. Hast du eine Ahnung, wie kalt er ist? Ich werde es überleben. Oh, und was wollte Mary nochmal? Wollte sie nicht ein Macchiato? Du meinst Chilappuccino. Sie wird sich noch erkälten. Nein, wird sie nicht. Weißt du, mir würde es nichts ausmachen, aber Marie schon. Okay. Du hast nicht mitbekommen, was sie vorhin gesagt hat, oder? Was mitbekommen? Ein Karamell Macchiato heißt bitte. Alles klar, ein heißer Karamell Macchiato. War das das? Okay. Na dann würde ich sagen, Zettel her. Und let's go, ne? Fangen wir an mit einer Matcha Chilappuccino. Na, na, na. Genau. So klein, so klingt das genauso. Okay, Matcha, Chilappuccino, Eis, Milch, Matcha-Pulver, Schlagsahne. Okay, Eis, reintun. War das ein Kalt- oder Warmgetränk? Es war ein Kaltgetränk, also... So, Eis, hallo? Hallo, Eis, danke. Bam.
Milch, bam. Matcha-Pulver und Schlagsahne. Also Matcha-Pulver war ich glaube hier. Warte, Vanillepulver, Matcha-Pulver. Und Schlagsahne ist auch kein Problem. Sehr easy auf jeden Fall. So, erstes Getränk ist fertig. Bitte sehr. Zweites ist eine Erdbeersahnerolle. Die finden wir wahrscheinlich hier. Erdbeersahnerolle. Ist das hier sowas? Nein, nein, nein. Erdbeersahnerolle. Also ja, das macht schon dick, aber hey, gönnen Sie sich. Why not, Leute? Why not? So, bam. Und wir haben noch das Foto übrigens. Können wir es nicht wegschmeißen? Behalte es mal lieber. Vielleicht können wir es beweisen. Erdbeerchuro. Okay, hoffentlich wollen die jetzt nur noch Erdbeersahnen. Erdbeerchuro, bitte sehr. Jetzt noch Kaffee plus Schlagsahne. Auch kein Problem. Schlagsahne rein. So. Deckel drauf und bitte sehr. Und jetzt noch ein Karamell Macchiato. Okay. Also, wie funktioniert das? Okay, das ist quasi Kaffee und aufgeschäumte Milch. Ich sehe schon. Okay, dann Karamellsoße. Warte, Karamellsoße und Karamellsirup. Jetzt noch das rein. Und dann wahrscheinlich schön durchmixen. Und das müsste jetzt... Bam. Sehr schön. Bitte sehr. Ich habe einen Stalker und ihr nicht. Haha. Mario, danke. Ich zahle es jetzt zurück. Okay. Okay, danke. Oh, ist das wieder der Typ oder ist es ein anderer Typ? Der steht einfach nur. Gar nicht gruselig. Wie kann ich ihm helfen? Ich kann nicht raus. Okay. So, der nächste. Latte, bitte. Ein Latte, das macht dann 370 Yen. 30 Yen, also 4, 5, 6, 7 und einmal 100 Yen. 1, 2 hoch. 2 mal 100 Yen. Macht dann 270 Yen. Hab nicht genug. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ich zahle den Rest. Oh. So wie er mich ansah, lief mir eiskalt den Rücken runter. Okay, aber sei... Was ist denn noch da? Sei stets ein barmherziger... Ach so, die stehen auf ihn. Wenn er mich entführt, gruselig. Oh, sei stets barmherziger Samariter. Keine Sorge, ich will dich will keinen entführen. Glaube ich auch nicht, nur mich. Das hat mir mein Vater immer gesagt. Es ist kalt heute. Hol uns hier was Warmes. Ja, aus meiner Seite sollen wir ja nicht der Polizei Bescheid geben, oder? Für jemanden wie mich nicht der Rede wert. Gott sei Dank. Aber übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein. Verstehe. Dann wird Ihnen nichts passieren. Okay, also ich glaube nicht, dass der Typ... Ich glaube, er sieht nur so aus wie der Killer, aber ich glaube, er ist immer nur ein eingebildeter Typ. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein? Armer Kerl. Ha, kapiert? Entschuldigung. Ich nehme einen Vanillelatte. Okay, alles klar. Ich meine, der ist schon komisch, aber jetzt nicht der komischste, den ich hier gesehen habe. Wahrscheinlich sind die irgendwo Gerüchte, dass er, naja, Leute, stalkt oder so. Jeder hat ein Hobby verdient, okay? Also wollen wir mal nicht urteilen zu stark, okay? So, Kaffee, Latte. Latte meine ich, genau. Jetzt noch, ich meine, hier auf dem Bild war er auch zu sehen, okay? Also hat er das Bild ja nicht gemacht, das sei denn, das ist ein Stalker-Kumpel, was ich aber nicht glaube. Jetzt Vanillelatte, okay. So, genau, den Kaffee muss man immer hier hinstellen, das ist die Regel. Vanillesirup, ne, hat er gesagt. Warte. Vanillesirup. Jetzt das hier nehmen, das reintun. Wir werden immer schneller, Leute. Finde ich schon geil. Bam. Bitte sehr. Mein komischer Stalker. Und er geht einfach weg, ohne noch meine Nummer nochmal zu fragen. Wieso belästigt er mich nicht? Sehe ich nicht gut genug aus, um belästigt zu werden? Bin ich nicht hübsch genug? Wieso will er das nicht tun? Mama mia. Ich will auch mal belästigt werden in meinem Leben. Okay, mach die Tische sauber. Na gut. Ja, die Frau natürlich. War ja klar, dass sie den meisten Dreck gelassen haben. Ist denen einfach egal, dass ich alles sauber machen muss. Hauptsache, wir machen alles sauber. Alles dreckig. Ja, ja, genau. Lass die anderen einfach machen. Ist schon klar. Steh mal draußen oder so. Ich fühle mich jetzt beobachtet beim Spiel. Ich meine, das ist halt der Nachteil an solchen Häusern, wo immer Scheiben sind. Das sieht zwar modern aus, aber... Das kann einfach jeder beobachten, ne? So, fertig. Was ist jetzt los? Hä? Was ist für ein Sound? Hallo? Okay. Was ist für ein Sound? Ach, der TV. Oh. Ist aber nicht der Stalker. Das ist jemand anders anscheinend. Wo zeigt die Kamera überhaupt hin? Das frage ich mich gerade. Kann ich denen helfen? Ansehen. Okay, soll ich verwarten hier und ihn beobachten, was nicht so spannend ist? Wo steht er überhaupt? Wo ist das, die Stelle? Können wir da hingehen vielleicht? Soll er hingehen? Why not? Lass mal fragen, was er will. Das Arschloch. Ist das hier? Hä? Ist das der... Ach, das ist der Durchgang. Ah, so kann man sehen, ob Autos drin sind. Oh nein, ist er weg? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Er ist einfach weg. Wo ist er hin? Bro. Das war aber nicht der Typ. Ich sag's euch, der Typ ist unschuldig. Ich sag's euch. Wie mache ich den TV aus? Geht nicht. Was soll ich dann machen, bitte? Badezimmer vielleicht? Nee, auf Klo ist er auch nicht. Okay, wo ist der Typ dann? Es wird ein Jumpscare geben, das sage ich euch schon mal. Soll ich mal rausgehen, nach ihm suchen, Bro? Ist er hier irgendwo? Hallo? Bist du hier irgendwo, Bro? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oh! Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte gerade, wegen den Pflanzen. Egal, das war unangenehm. Ich sag's, ich bin da dreizbar, okay? Ich werde mich schnell erschrecken. Oh. Der Tag, an dem wir uns das erste Mal trafen, ja, bei Chillers. Da hat sie mich angelächelt wie eine Blume.
Nur an sich zu denken, lässt mein Herz schneller schlagen. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, so wie sie bei mir tut. Okay, da haben wir unseren Stalker. 12.05. Oh. Was ist los? Sind wir zu Hause? Ach, das sind die Bilder. Wir haben die Bilder gefunden. What? Alter, waren das alle Bilder? Und das war nicht der Typ, dieser junge Typ, sondern... Ich glaube, das war... War das der alte Mann? Das wäre komisch. Was? Was? Warte mal, noch warten. Hier ist was angekommen. Ich kenne sie am besten, vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater, aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Ich wusste, sie fühlte genauso, wie ich es tat. Wir sind verliebt, heute ist unser Jahrestag. Das ist ein Jahr vergangen jetzt. Ernsthaft? Und das war der Typ, dem... war der nicht so wie komisch? Kann ich eigentlich... Oh, da schlafe ich. Okay. Das war so der Typ, der... Ja, der, dem ich das Handy gegeben habe. Also, wenn du ein Handy findest, behalte es ja für dich oder gibst du am besten Polizei. Also, aber wer war der Typ nochmal? War der denn auch immer im Laden oder wie sieht's aus? Das nenne ich mal lieber auf den ersten Blick. Also, anders kann man es nicht nennen. Okay, auf geht's zur Arbeit. Was? Fragezeichen, das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Oh mein Gott. Okay, das ist halt ärgerlich. Ist das der Bus? Ist kein Bus. Ich glaube, er hat mein Auto manipuliert, weil es dampft von oben und das sieht so aus, als könnte da jeder das Auto einfach aufmachen. Und wir wissen alle, dass es mein Stalker war. Ach hier, okay. Was steht hier drauf? Bus. Okay, das ist also der richtige Weg. Schöne Gegend hier. Auch wenn hier keiner lebt, gefühlt, aber tote Gegend, aber schöne Gegend. Okay, hier soll irgendwo der Bus fahren. Bus? Ach, der kommt wahrscheinlich gleich, oder? Genau, einfach hier auf Bus warten. Let's go. Vielleicht wollte der Stalker, dass ich quasi... oder ist der Busfahrer? Man weiß nie. Man weiß nie bei Stalkern, Leute. Aber... Oh, das ist nicht der Typ, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht wollte er einfach, dass ich warte, damit er mich beobachten kann. Heimlich. Oder so. Okay. Du bist es aber nicht, oder? What? Okay, was ist schief bei dir? Oh, das ist ein Auto. Ich glaube, es könnte das Auto sein. Ich glaube, das könnte das Auto... Oh nein. Was ist denn? Ich weiß, sieht gut aus, aber ich habe keine Füße. Ich habe keine Füße gerade, okay? Also, der Typ hat komisch geschaut. Als hätte ich noch was im Gesicht oder so. Ich habe den Popel, der klebt nicht noch an meiner Nase. Das wäre echt unangenehm gewesen. Ich habe nie einen Spiegel dabei, deswegen. Jemand kommt rein. Oder auch nicht, wir sind da. Das war eine gestörte Busfahrt. Oh, oh. Sind wir da? Was ist? Ich piep mir mal, Mauer. Hilfe. Und da ist schon wieder dieser Van. Natürlich muss es ein Van sein, was denn auch sonst? Okay, hier ist meine Arbeit. Let's go. Ich glaube, wir sind zu spät, oder? Können wir nicht irgendwie anrufen oder sowas? Macht man das nicht so? Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Wo ist Senpai? Das ist die Frage. Senpai? Heute ist ein sonniger... Nee, doch nicht. Sitzt er vielleicht auf Klo? Es ist... Oh mein Gott, Gott. Das kann ich verstehen, dass du dich erschreckt hast. Scheiße, hast du mich erschrocken. Lass mich in Ruhe auf der Toilette bin. Gott verdammt. Mach dich an die Arbeit. Okay. Alles klar. Werde ich tun? Why not? Oh. Drive-In-Fenster. Ja, was kann's sein? Ah, hier. Wow, viele. Caramel Macchiato. Also ich glaube, mit Macchiato ist immer... Macchiato ist immer warm. Okay, haben wir was dazugelernt? Okay, so. Aufgeschäumte Milch. Und jetzt noch... Was war das nochmal? Verdammt. Beide Karamell. 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 So. Badabang. Erstes fertig. Caramel Macchiato. Das ist kalt, oder? Achso, ist genau dasselbe nochmal. Okay. Wahrscheinlich für seine Frau. Der Typ ist einfach so kaffeesüchtig. Kann natürlich auch sein. Ist so American Scone... Caramel Toffee, okay. American Scone Caramel Toffee. Was war das hier? Nein, auch nicht. Keiner will die leckeren Törtchen haben. Keine Ahnung wieso. Hallo Bro, wo sind die denn bitte? Oh nein. Ah, der ist auch ein Getränk. Ach so. Oh mein Gott, das ist aber ein langes Getränk. Warte mal. Wo ist es denn hier? Ich sehe es nicht. Ach hier, das hier. Ah, glaube ich, oder? Ist das richtig? Warte mal. Ja, ist halt richtig, okay. Und das will er zweimal haben. Also es ist quasi sowas wie McDonald's, nur für Kaffee hier, unser Laden. Respektiere ich. So, bitte sehr. Und dann... Oh Gott, sind die schnell unterwegs. Oh, da sitzt jemand die ganze Zeit. Komme ich raus? Nö. Der Typ will einfach nur sitzen. Ist das mein Stalker? Der Typ hat nichts bestellt. Da ist nichts auf seinem Tisch. Ich glaube, das ist der mit dem Handy, oder? Hallo, Lady. Ich hätte gerne einen Matcha Latte und einer von diesen Waffeln nehme ich auch. Okay. Ein Matcha Latte und eine Waffel. Genau. Dieser, der Matcha Latte und die Waffeln hier sind köstlich, die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es ihnen schmeckt. Nein, ich danke ihnen dafür, dass sie sich anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Sind sie alleine? Ich gebe ihnen das hier, wenn sie möchten. Diesen rosa Kranz Armband soll das Böse abhalten. Sie sollen es behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernseher gekauft. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben? Für nur 9.900 Yen. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich habe davon sowieso eine ganze Menge. Heutzutage kann man kinderleicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Okay, interesting. Danke für das Band. Das werde ich tragen, anziehen und mit... Ich werde es lieben, das Band.
Nur weil sie es mir geschenkt haben. Vanillesirup. Dann aufgeschäumte Milch. Und noch irgendwas. Hallo? Achso, hä? Oh, das war die falsche Milch. Oh, das ist Sojamilch. Sojamilch kann man anscheinend nicht aufschäumen. Gut zu wissen auf jeden Fall. Das geht aber schon. Und jetzt noch, was fehlt noch? Matcha-Pulver, okay, easy. Also, wir haben unser Stock auf jeden Fall dort gesehen, das kann ich schon mal sagen. So, Matcha-Latte, bitte sehr. Und jetzt noch eine amerikanische Waffel. Die müsste, Waffeln. Warte, die Waffeln waren die nicht hier? Ja, amerikanische Waffeln. Die schmecken bestimmt gut. Okay. So und so, badaboom. Bitte sehr. Haben Sie noch einen schönen Tag, Lady. Grüßen Sie Ihren Sohn von mir, aber nur wenn er reich ist. Also ich glaube, wir haben unseren Stalker gefunden. Ich wette, der eine Typ, der anscheinend der Stalker sein soll, der wird mich noch retten. Ich wette mit euch. Wir können im Auto. Da kommt jemand. Eine zweite Frau. In einem sehr kurzen Rock. Idol, Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Müll bist oder so? Nein, eigentlich nicht. Was für eine Verschwendung. Entschuldige. Aber du solltest echt von deinem Style Gebrauch machen. Soll ich dich an meine Agentur vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, es ist nichts für mich. Verstehe, mir egal, dass du es bereust. Ich nehme mein Solid Caramella Mocha, bitte. Okay. Aber ja, ich weiß, sie sieht wunderschön aus. Keine Ahnung, was mein Boss hat. Ich glaube, der ist nur... Der hat das nur gesagt, weil er sich denkt, da habe ich eh keine Chance. So, Kaffee, aufgeschäumte Milch und dann ganz viel Sirup, okay. Also, Karamellsirup. Hab's wieder vergessen, was zum Teufel? Haselnusssirup. Genau, Haselnusssirup und Schokoladensauce. Ich glaube, so war das. Bitte das nicht falsch. Müsste richtig sein. So, bitte sehr, Lady. Ich meine... Bist du ein Model? Naja, so wie sie geht, anscheinend nicht gerade das beste Model der Welt. Ohne jetzt beleidigend zu wirken, aber sie geht echt hässlich. Oh, die Tür ging einfach so zu, okay. Also, ja... Ging aber besser. Oh, das ist wieder ein Auto. Neuer Kunde, nice. Könnte das Stalker sein? Nö, ein Typ mit Oberkörper frei. Okay. Ich weiß nicht, was mit seinen Schultern ist, aber ich glaube, er ist ein bisschen angespannt. Okay. Okay. Hm. Okay, okay. Okay. Ich meine, naja, ein bisschen scharf ist das ja schon gerade, ne? Oh, hey, hey, es ist echt heiß heute. Ich nehme ein Karamell Chilapuccino. Entschuldigen Sie mich, Sir. Können Sie bitte was anziehen und keine Szene machen? Komm schon. Kommen Sie schon, ich bleibe nicht lange. Wäre das nicht ein Desaster, wenn sich ein Kunde erkälten würde? Was, machen Sie sich keine Sorgen um mich, aber danke. Es ist heiß heute. Okay, ich meine, es ist heiß, aber soll ich dir vielleicht trotzdem was anziehen? Es ist kalt draußen, wir haben 1 Grad Celsius. Was? Es ist im einstelligen Bereich? Überrascht mich, dass es Ihnen gar nicht aufgefallen ist. Verstehe, ich wusste gar nicht, dass Sie das Empfinden der Menschen so unterscheiden kann. Ich sollte wohl nach Hause gehen. Ich antworte das obere, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich antworte das einfach, weil darum. Interessanter Typ auf jeden Fall. Oh, putz die Toiletten und bring den Müll raus. Okay. Hallo? Ist jemand da? Ich hoffe nicht. Ich werde jetzt den Müll rausbringen. Das sind die Stellen, die immer am crazysten werden. Wie viel Müll? 5 Müll? Aber 5 Müll ist da doch gar nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, vielleicht doch mehr Müll. Toiletten putzen. Warte, ich würde erstmal gerne den Müll finden. Wo ist denn mehr Müll? Keine Ahnung. Vielleicht soll ich mal die Toiletten putzen. Mach ich es mal. So, Toilette und Reinigungsdinger. Okay. Ich wusste gar nicht, wie man sowas machen muss, wenn man wortwörtlich da arbeitet. So, Toilette geputzt. Toilettenpapier ist alle. Oh, das ist gar nicht gut. Ja gut, wo ist Toilettenpapier, aber... Und meine Sachen sind weg. Hä? Ich habe doch meine Sachen hier reingelegt, oder nicht? What? Und ich soll immer noch den Müll rausbringen und ich weiß nicht welchen. Oh, hier. Toilettenpapier. Ach so, nice. Aber das mit dem Müll. Ich meine, hier ist ja auch kein Müll, also... Keine Ahnung. So, Toilettenpapier. Hä? Okay. Das war komisch. Okay, habe ich jetzt geschafft? Nee, ich muss immer noch den... Oh! Okay, wieder Sturm machen, Leute. Scheiße. Es ist zu... Ich muss den Außenweg nehmen. Ich muss die Kunden bedienen. Bro, was? 1,40, hallo? Latte, okay. Ich gebe ihm jetzt eine Latte, okay? Latte, Latte, Latte. Heiße Latte. Ich bin so scharf auf Latte. Latte, Latte, Latte. Heiße Latte. Latte kommt jetzt gleich. Scheiße. Scheiße, chillt. So, verdammt. So, nimm die Latte. Oh, wir haben nicht neue Zeit, naja. Ich glaube, wir sterben, wenn wir nicht schnell genug sind. Oh mein Gott, ist das jetzt ein Speedrun-Spiel? Ich glaube, ja. Was, noch eine Latte? Okay, so viel Latte heute. Und falscher. Oh mein Gott. Wenn ich unter Druck bin, bin ich langsamer. Ich schwöre, das liegt daran. Ich schwöre. Sobald ich... Oh mein Gott, Sir, es kommt ja gleich. Was, noch mehr? Würde mich auf den Arm nehmen. Das war's für uns, Leute. Das war's für uns. Wie lange noch? 35 Sekunden, okay. Geht eigentlich noch. So, noch eine Sache. Latte. Noch eine Latte. Okay. So, oh mein Gott. Pack das da hin. So geht's schneller. Eine Milch. Bam. Kaffee hier hin. Wie lange noch? 18 Sekunden. Ich glaube, wir sterben gleich. Ja, gleich gibt's einen Jumpscare. Zeige ich euch.
Also wenn es noch eine Latte schaffe ich nicht in der Zeit. Hallo? Oh nein, ich habe nicht geschafft. Das war's. Jumpscare, oder? Drei. Ich bin tot. Das war's. Null. Oh. Okay. Hätte ich es überhaupt schaffen können? Mach mal Licht an. Hä? What the hell? Was jetzt? Das ist komisch. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme gar nicht mehr raus. Die Fragezeichen-Tür geht auch nicht auf. Ich bin eingesperrt. Hallo? Irgendwas? Kann ich auch was machen? Irgendwas? Bitte? Es tut mir leid, dass ich die Latte nicht hinbekommen habe, aber ich habe den Latte-Song gesungen. Da kann das schon mal passieren. Bro. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott. Ist es wie die Latte Macchiato? Ist es deswegen? Ja, ne? Oh mein Gott, ich bin aufgewacht. 9 Uhr. Was, ein Traum? Okay. Ich glaube, das gehört zum Spiel dazu, weil ich glaube nicht, dass man das alles so schaffen konnte, oder? Vielleicht ja doch, weil man sehr schnell ist. Hätte man schon schaffen können. Vor allem, weil alles nur Latte war. Oh. Oh mein Gott. Was? Alter, das bin ich. Ich sehe echt gut aus. Ich meine, wirklich gut. Okay, er beobachtet mich. Genau hinter mir. Crazy. Vielleicht soll ich mir eine hässliche Frisur anlegen. Das wäre doch mal eine Idee. Wohnung verlassen. Der Typ weiß jetzt, wo ich wohne, also ja. Ich höre die ganze Schritte, hä? Hallo? Oh Gott. Okay. Ich höre die ganze Schritte. Hallo? Okay. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht sicher zur Arbeit fahren. Wir scheinen Winter zu haben, wegen dem ganzen Eis hier. Da schmeckt natürlich ein Kaffee noch viel besser, ne? Keine Frage. Okay. Wieder dasselbe. Sachen wegnehmen wahrscheinlich, ne? Hä? Muss ich gar nicht dieses Mal, okay? Der hat mich von hier beobachtet. Crazy. Machst du das? Nee, ne? Meine Vermutung haben sie also gestimmt. Ich bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmern sich um nichts, um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mal sehen, ob ich was finden kann. Okay, danke. War er nicht vielleicht sogar der Stalker? Nee, ne? Vielleicht mal nicht. Solid Karamell Mocha ist ja war das Köstlichste. Du wirst ihn lieben, Senpai. Okay, dann probiere ich es. Ein Solid Karamell Mocha. Ich nehme einen dunklen Mocha Chip, Chipacino. Sumi, du möchtest kein Salt Karamell Mocha? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich hatte heute schon einen. So ist es also. Aber ein Chila Puccino und einem Tag wie diesem, du bist noch so jung, weil er so lecker ist. Wie möchtest du die Rechnung bezahlen? Oh, gibt es hier ein Fotoshooting oder sowas? Schreibt eine Zeitung über das Café? Nein, glaube ich nicht. Warum? Was? Aber ich habe draußen jemanden gesehen, der Fotos macht. Oh, er hat Fotos vom Kaffee gemacht? Hm, ja, vom Kaffee und von Ihnen. Mist, hätte meine Make-up machen sollen. Wovon redest du? Entschuldigen Sie. Wir zahlen zusammen, die Getränke gehen auf mich. Was? Bist du sicher? Vielen Dank, Senpai. Ich bin in letzter Zeit gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch. Jetzt, wo er zur Schule geht, hat seine Laune sich verbessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe keine guten Erinnerungen an die Zeit, als ich in seinem Alter war. Aha. Interessant, danke für die Information. Also, ich glaube, ich fange erst an mit dem... Fangen wir an mit dem... Junge, wie viele haben wir denn hier? Solded Caramella Mocha. Oh, ist der Latte noch von davor? Lass mal sehen, ob ich ihn einen wegwerfen kann. Nee, kann ich nicht, okay. Ich frage mich gerade, wo der Typ ist, der die ganze Zeit Bilder macht. Kein Plan, aber bestimmt hier irgendwo. Karamellsirup, Haselnusssirup, Und, oh Gott, ich kann mir das aber nie merken, ne? Schokoladensoße, okay. Dürfte kein Problem sein. Schokoladensoße. Perfekt, okay, das hat ein bisschen länger gedauert, aber wir hatten es ja nicht eilig. Sehr schön, jetzt eine Latte. Latte ist ja einfach. Eine Latte und jetzt so ein Chocolate Chip Chipacumino, irgendwas. Zerkleinertes Eis. Pack das da rein. War das jetzt ein Heißgetränk oder ein Kaltgetränk? Oh mein Gott. Kaltgetränk. Kaffee, Milch und dann die anderen Sachen. Okay, aber Kaltgetränk auf jeden Fall. Und Milch kann man auch gleich so reintun. Schokoladensoße und Kakaopulver. Da haben wir es ja. Okay. Für Kaltgetränk, genau so. Okay, ich glaube, wir haben noch nicht alles, aber fast alles. Latte noch einmal, okay. Was, die gehen schon wieder? Wen ist denn aber der Latte? Das grusel ich gerade, ich mache jetzt aber mal. Wir haben eine Zettel und können den eh nicht wegschmeißen, sowieso nicht. Okay, passiert jetzt irgendwas Komisches? Hallo? Oh mein Gott, diese Musik, ne? Jedes Mal, wenn die Musik kommt, weißt du, Sachen könnten passieren. Ich mache trotzdem mal den Latte zu Ende. So. Okay, und ich schmeiß mal die anderen Sachen weg. Was hat das eigentlich mit dieser Frau mit dem Baby auf sich? Oh, da ist sie wieder. Oh mein Gott. Einer von denen, das ist sie. Ist sie das? Okay, nee. Also, da ist kein Baby. Sie hat ein unsichtbares Baby. Entspannt. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup und Heiß. Okay. Was macht sie jetzt denn für Geräusche eigentlich? Weint sie vielleicht? Ich glaube, sie weint. Sie macht jetzt so komische Geräusche. Als würde sie weinen. Nicht weinen. Ist okay. Karamellsirup war das, ne? Das war Karamellsoße.
Nochmal von vorne. Okay, Haselnuss-Sirup und Karamellsirup. Also Karamellsirup, Haselnuss-Sirup. Ich glaube, das müsste stimmen. Lass mal sehen. Karamellsirup, Haselnuss-Sirup, Schokoladensoße. Das müsste jetzt stimmen, bitte. Ja, Gott sei Dank. Ja, was? Was hat sie gemacht? Okay, danke. Danke für ihre Handgestikulation. Und auf der Kamera ist gar nichts, okay. Und die nächste? Das ist seltsam. Ma'am? Oh, entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Das Übliche. Okay, zum Glück steht das hier. What the hell? Okay. Salat Karamellmocha. Haselnuss-Sirup und Schokoladensoße, glaube ich. Hoffentlich habe ich richtig geschaut. Haselnuss-Sirup und Schokoladensoße. Okay, hoffentlich war das richtig. Manche Leute nehmen halt echt so komplizierte Sachen, ne? Karamell Macchiato auch noch, na super. So, aufgeschäumte Milch und Karamellsirup. Und jetzt noch eine Sache. Was war das nochmal? Karamell-Dingsterbumster. Genau, Schokoladensoße auch noch. Und dann, lass mal sehen. Schokoladensoße, so, perfekt. Bam, bam. Okay, jetzt will sie auch noch mehr. Was? Willst du mich in den Arm nehmen? Oh, das wäre doch ein Karamell Macchiato, na super. So, Karamellsirup, Karamellsoße. Bada bang. Let's go. Und jetzt noch eine süße, rote, bunt und irgendwas. Okay. Wo ist es? Das hier natürlich. Wusste ich natürlich. Und so, bitte sehr, Lady. Und bam. Okay, haben Sie noch einen schönen Tag. Oh, hey. Reparieren Sie momentan die Antenne des LANs? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand auf dem Dach. Was? Es sollte sich niemand auf dem Dach befinden. Das könnte detektiv sein. Wie soll ich mir das mal ansehen? War vielleicht nur meine Einbildung. Ich nehme auch sein, mein Getränk, bitte. Okay. Okay, soll ich... Okay, warte mal. Aufs Dach? Bro, wer ist auf dem... Verdammt, ich komme nicht raus. Wo soll ich mir das angucken? Ich meine, auf der Kamera ist ja nichts. Ich komme nicht raus. Oh, jetzt. Benutze die Leiter, um das Dach zu überprüfen. Okay. Die Leiter ist hier. War ja klar. Und jetzt? Wo kann ich die irgendwo rantun, oder? Bro. Wer ist auf dem Dach? Ist das so nach dem Motto, wenn du mich nicht liebst, schubst dich runter? Ist es das? Okay, wo kann ich die Leiter platzieren? Ah, hier natürlich. Ja. So, okay, hochklettern. Ja. Wieso nicht? Dazu benutzt man die Leiter. What? What? Runtergehen. Das ist ja ein Raum. Das ist wirklich ein Raum, wo wir jetzt reingehen können, wo wir nicht vorher reingehen konnten. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ja, das ist dieser Raum. Ups. Genau. Wow. Der Typ hat da übernachtet. Laber doch keinen Scheiß. What the hell? Der Typ hat da einfach mal geschlafen. Um in meiner Nähe zu sein. Ich muss das Café schließen. Schnell. Okay. Ja, witzig. Wie komme ich hier wieder raus? Bro. Ausgang? Was? Tür aufschließen, ja. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Hä? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Die Kasse? Ja, Geld nehmen. Oh, das müssen wir das immer tun? Ernsthaft? Ist ja voll die Arbeit. Crazy. Okay, schließe das Café, warte mal. Haben wir es nicht geschlossen jetzt? Verdammt. Wir müssen wirklich alles hier machen gerade. Haben wir es nicht gemacht jetzt? Wir haben doch alles genommen hier, oder? Ja. Habe ich jetzt alles mit... Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Okay. Ich meine, anscheinend will ich hier nicht mehr arbeiten. Oder man schmeißt sie weg, das kann natürlich auch sein. Okay, niemand ist auf dem Klo. Oh, what the hell? Produkte zählen. Hä? Soll ich vielleicht wieder das Gerät benutzen? Oh. Oh nein, ich habe die anderen Sachen jetzt alle mitgenommen. Oh mein Gott, wie viele? Eins von 16? Ernsthaft? Ich glaube, die Gebäcksachen, die schmeißt man ja weg, weil es... Naja, Gebäcksachen sind. Also, lass mal sehen. Ich glaube, so funktioniert das, oder? Ja, okay, ja. Wie gesagt, die kann man ja nicht... Macht auch Sinn. Ich hoffe, das macht jeder Laden. So. Das Geld wegwerfen? Macht nicht wirklich Sinn, oder? Ach, hier, Kasse. Ah, kommt das Geld rein, oder? Geld zählen, okay. Oh je, drehen Sie das Schild auf Close. Okay. Okay. Oh! Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the hell? Ist das jetzt closed? Ach du Kacke. Wer ist das? Bro, ist das mein Stalker? Weil mein Hausschuh ist weggeflogen gerade. Alter Schwede. Gar nicht gruselig. Gar nicht gruselig. Ich glaube, ich muss mit meinem Auto, oder? Warte, soll ich meine Sachen nehmen? Nee, das ist eine Videokassette. Soll ich meine Sachen... Oh! 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 Oh, oh mein Gott. What? Oh. Will ich wissen, was da gerade geschieht? Hallo? Was geschieht da gerade? Bro. Denke ich das erneut versuchen? Oh, damn. Okay, das war also nicht richtig. Ich sollte nicht einfach rauslaufen, verstehe. Ich glaube, dann passieren nämlich Sachen, oder? Also,
schlimme Sachen. Hier machen wir das selber nochmal auf Closed. Da ist echt... Oh, das ist creepy, ey. Vielleicht jemand anrufen oder sowas? Was will ich sonst machen? Kann ich jemand anrufen? Oh, vielleicht nehmen wir die Leiter. Gehen hier rein. Oh, warte mal. Das könnte funktionieren. Nimm die Leiter. Ja, das könnte ein besserer Weg sein. Das wird er nicht erwarten. Er weiß ja nicht, dass ich sein Versteck gefunden habe. Stein? Okay. Wozu habe ich einen Stein? Kein Plan. Ich gehe nochmal runter. Ja. Aber sieht er doch den Stein oder nicht? Ha. Echt komisch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rausgehen soll. Er ist da nicht mehr. Vielleicht kann er mich hier damit verteidigen oder sowas. Mit Stein. Okay, lass mich nochmal rausgehen. Oh mein Gott. Und? Okay. Oh mein Gott. Was passiert da eigentlich? Schlägt er mich kaputt? Okay, was müssen wir mit dem Stein machen? Oh. Schraubenzieher. Okay, okay. Damit können wir uns auf jeden Fall verteidigen. Und jetzt müssen wir noch den Stein holen. Warte, wo war das? Ja, wozu sind die beiden Sachen dort? Das ist halt die Frage. Wir dürfen nicht rausgehen. Noch nicht zumindest. Oh, die Tür geht nicht mehr auf. What? Ich stecke hier fest. Oh. Oh mein Gott. Ich sehe es jetzt erst. Okay, mach das auf. Das kann jetzt leider dauern. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh mein Gott. Stein. Warte, Stein. Wir müssen den Stein hier legen. Nicht? Das war's. Ja, das war's. Wir sind dran. Zu lange. Ich kann den Stein auch nicht hier anlegen, ne? Scheiße. Oh, er ist dort. 100%ig etwas mit dem Stein. Nicht weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Beeil dich. Ist das irgendwie ein Ausgang, den wir nehmen wollen? Wozu ist aber dann der Stein da? Ich meine, auf irgendwas muss er ja sein. Oh, Stein? Handy. Schlüssel. Wo lang? Da lang oder? Ich geh mal hier lang. Oh mein Gott. Beeil dich. Ach so, Schlüssel. Wir können ihn einsperren. Noch nicht? Bro, ich weiß nicht. Ist es für mein Auto? Losfahren. Noch warten. Noch warten? Es sei denn, ich sollte irgendwas mit dem Stein machen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Oh, wir sind an der Stelle, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben. Das mit dem Handy. Ist ja... Oh mein Gott. What? Also gehört das jetzt dazu, oder... Erneut versuchen, na super. Oh, hier an der Wand sind sogar noch Fotos von mir. Hier. Nein. Oh mein Gott. An der Wand sind einfach Fotos von mir noch. Okay, jetzt... Ich hoffe, er ist jetzt dort. Ich glaube, man darf nicht vorher durch den Schacht gehen. Das ist der falsche Weg. Ist er hier? Komm schon. Er muss doch sein. Oh, Ziegelstein fallen lassen. Okay. 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 Oh. Das kann er... Nein. Also wenn er jetzt aufsteht, habe ich keine Ahnung. What the hell? Er steht nicht immer auf, oder? Niemals. War's das? Ich habe einen Mann getötet. Als ich Stiegelzeilen aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er will mich irgendwie reinkommen, mich töten. Wenn ich den Ziegelstein nicht fallen lasse. Er sah vollständig aus. Ich kannte ihn nicht einmal. Warum hat er... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt. Ich hatte der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich dahin mitgenommen, wo es geschehen ist. Und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da. Die Polizei begleitete mich nach Hause und sagte mir, ich soll den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Tatort untersuchen gegangen. Es ist vorbei. Nachdem alles, was passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich in Ruhe zu Hause erholen. TV? Was läuft denn? Ich kann da wirklich schwer was erkennen auf diesem TV. Wollte ich nur kurz mal anmerken. Mein Signal ist nicht ganz geil, oder? Oh nein. Warte, alles war weg, hat er gesagt. Hat sie gesagt, ne? Also ist noch nicht vorbei. Mit dem Kabel stimmt wieder was nicht. Ich soll den Besitzer anrufen. Oh oh. Oh oh. Das war's noch nicht, Leute. Oh oh. Wo ist mein Handy? Oh oh. Oh mein Gott. Nach draußen gehen. Habe ich einen Balkon? Oh mein Gott. Ja. Oh nee, ich wollte... Verdammt. Soll ich ganz rausgehen? Warte kurz. Das Telefon ist immer auf dem Boden dort. Ist es das? Da auf dem Boden? Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen aber mal raus. Wohnung verlassen. Oh, ich habe kein gutes Gefühl dabei gerade. Bin ich ganz ehrlich. Gar kein gutes Gefühl. Okay. Oh je, yeah. Ja, das war's nicht. Also, der Typ ist ja verschwunden. Also, hat er sozusagen ja noch gelebt. Aus so einem Grund. Wie auch immer er das überlebt hat, ich weiß es nicht. So. Okay. Okay, und jetzt? Jetzt ist er wahrscheinlich bei mir zu Hause. Also, ich weiß nicht, ob es gruseliger werden kann. Aber das ist halt ein Next Level Stalker, ne? Wirklich. Also, mehr geht einfach nicht. Ja, es muss Next Level sein, auf jeden Fall. Wo wohne ich nochmal? Verdammt. Muss ich nochmal hören? Ich glaube, ja. Okay, war das die Ebene, wo ich wohne? Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ja. Oh, er ist zu Hause. Ich meine, das ist ja eindeutig. Eindeutiger geht's ja gar nicht. Noch. Nein, ich wollte den Wohnung nicht nochmal verlassen. Okay, macht das schon mal gefasst? Nein, noch warten. Hier. Okay, er ist hier. Er ist hier.
Kann ich euch schon mal sagen. Okay. Oh mein Gott. Das ist so gruselig. What the hell? Niemals. Ach du Kacke. Habe ich wieder verloren? Oder ist diesmal das wahre Ende? Okay, wow, das ist das wahre Ende. Also nichts mit Happy End oder so. Also es war ein interessantes Spiel. Hat Spaß gemacht. War echt funny. Eher weniger für sie, aber wenigstens für uns. Also für mehr Spiele, lasst mal oben da abonnieren. Kostet aktiviert die Glocke und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.